Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Heute in Karlsruhe 76227, Durlach. Und zwar nicht weit von meinem Geschäft entfernt, meine Pesteria. Koch-Event-Veranstaltung von Björn Wallacher. Ich bin heute hier und koche euch was. Und zwar, ich weiß, dass ihr alle, ausnahmslos alle, dann meine ich auch mich damit, zwischendurch mal einen Hype habt, ihr würdet gern mal was Süßes essen. Aber was Süßes passt in der Regel nicht in den Fitness-Lifestyle. Weil, warum? Weil es nicht zur Low-Carb-Ernährungsweise passt. Schlägereien sind meistens sehr zuckerlastig. Zuckerlastig heißt Alarm, Zucker im Blut, bedeutet Warnsignal im Körper, bedeutet, je nachdem, welche Menge man gegessen hat, dass dann nichts mehr mit Fettstoffwechsel ist. Aus diesen Gründen mache ich heute eine hervorragende Variante eines Käsekuchens, und zwar ein Low-Carb-Käsekuchen. Ich kann euch garantieren, das Ding schmeckt so dermaßen gut, dass ich jetzt schon, es geht schon los, ich kriege schon Hunger. Das werde ich heute machen, und zwar ein Low-Carb-Käsekuchen in meine Pesteria in Karlsruhe. Andreas Trienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Und auf die Plätze, fertig, los, Käsekuchen, und zwar Käsekuchen. Einen Käsekuchen. So habt ihr noch keinen Käsekuchen gegessen. Ihr kennt natürlich den guten von der Mutti, den guten Käsekuchen von der Mutti. Der gute Käsekuchen von der Mutti, der auf jeden Fall, dieses Teil hier haben wir gleich offen. Der gute Käsekuchen von der Mutti ist natürlich mit einem hohen Fettanteil. Und der hohe Fettanteil und der hohe Zuckeranteil sorgt natürlich dafür, dass der Käsekuchen eigentlich auf der Low-Carb-Rezeptliste überhaupt nicht zu suchen hat. Hier haben wir 125 Gramm an Eiklar. 125 Gramm Eiklar. Und da kommen jetzt insgesamt 500 Gramm an Quark rein. Zack, einmal 250 Gramm. Und die nächsten, ne, haben schon 500, Entschuldigung, sorry. 500 haben wir schon drin. Aber was man nicht vergessen darf, ist Frischkäse. Der Magerquark ist ein ganz magerer Quark mit ganz geringem Fettanteil und genauso der Frischkäse. Da muss man keine besondere Firma nehmen, da tut es ein ganz einfacher. So, und dann nochmal 200 Gramm an Frischkäse. Da brauchen wir noch was. So, 200 Gramm Frischkäse. So, und jetzt können wir jetzt erstmal hier ein kleines bisschen verdrücken, verrühren. Mit den Eiern. Erstmal grob. Und nachher nehmen wir noch eine Maschine dazu, dass das Ganze eine gute Konsistenz bekommt, dass es gut verteilt. Ich würde mal sagen, ich nehme es erstmal Teil raus. So. So, dann kommt der elektrische dran. Kann man auch mit der Hand machen. Aber ich habe jetzt mal den Genuss, so einen Teil hier zu bedienen. Und da werde ich mal gucken, hoppla, was das Ganze kann. Gut. Und das war's schon. Erste Zutaten fertig. Als nächstes kommt rein die Schale einer Zitrone und die Schale einer Orange. Dann nicht vergessen, das ist die Käsekuchenhilfe, die brauchen wir im Käsekuchen. Das ist auch letztendlich der einzige Anteil an Kohlenhydrate. Da haben wir dann insgesamt auf dem gesamten Kuchen, der nachher so 750 Gramm wiegt, haben wir 28 Gramm Kohlenhydrate. Kein Problem, das kriegt man hin. So, das Ganze rein. So, dann. Wir verrühren das Ganze. Das dauert jetzt ein Stückchen. Gibt natürlich auch eine schöne feste Konsistenz. Und da kommt nachher dann nochmal drunter Eiklar, und zwar Eischaum. Das müssen wir als erstmal sauber verrühren. Da fehlt dann noch eine Kleinigkeit, was das Aroma anbetrifft. Das kommt aber nachher noch rein.
Da muss man sich natürlich auch ein bisschen Mühe geben. Das dauert schon ein bisschen. Vielleicht eigentlich durch den Quark. Der ist natürlich schon schön zäh. Hat man gleich in sein Workout. Ist das Workout gleich mit dabei. Das war ein schönes Unterarm-Workout. Da werden schon mal den Anteil an Käsekuchen, die ich nachher esse, war vorher schon verbrannt. So. So, das schaut doch schon mal ganz gut aus. So, einmal. Und jetzt geht's dran. Jetzt brauchen wir nochmal 125 Gramm Eiklar. Und die werden wir jetzt erstmal steif schlagen. Da haben wir einmal, zweimal Rumextrakt. Kommt hier rein fürs Geschmäckchen. So, nochmal Rumextrakt. Und dazu noch einmal Vanillearoma. So, dann haben wir hier 125 Gramm Eiklar geschlagen. Das wird euch jetzt auch nochmal untergerührt. So, das macht das Ganze schön cremig. Ja, dauert noch ein bisschen, wenn wir alles raus haben. Ja, gut. So, das werden wir jetzt erstmal unterrühren. Und dann fehlt natürlich noch ein bisschen was. Kommt gleich. So, das war einmal Eiklar, Rumextrakt untergeschlagen. Das ist alles schon soweit drin. Das heißt 500 Gramm Magerquark, 200 Gramm Frischkäse, geriebener Schale, eine Orange, eine Zitrone, Rumextrakt, Vanilleextrakt. Insgesamt 250 Gramm Eiklar. Und jetzt kommt hier dazu noch Frey dazwischen. Ein Mehrkomponentenprotein, ein Slow-Protein, das Ganze in Vanillegeschmack. Und davon 100 Gramm. So, das kommt rein. Und jetzt geht's weiter. Vorsicht. Ups. So, ein bisschen Sauerei machen, gehört in der Küche dazu. Ja, ein bisschen Sauerei muss man machen, ich muss dann halt aufräumen. Nee, ich räume es schon selber auf. Das überlasse ich nicht dem Björn, auch nicht meiner Frau. Ich räume selber auf. Und sehe das als sportlichen Wettbewerb. Und gleich mal das gleiche Arm. So, jetzt ist die Konsistenz so, wie ich das haben will. Das schaut schon mal richtig gut aus. Es fehlt nur noch eins. Und zwar der Magerquark. Der Frischkäse, der hat natürlich nicht unbedingt einen süßen Geschmack. Ganz, ganz säuerlich. Und damit wir dem aus dem Weg gehen, gibt es da noch was dazu? Und zwar Stevia-Pulver zum Backen geeignet. So, Stevia-Pulver rein, Feuer frei und unterrühren. So, sind wir gleich durch. Und dann, wenn es schön verrührt ist, geht's ab in die Backform. So, Konsistenz ist richtig gut. Und somit ist jetzt der Käsekuchen bereit, dass wir ihn in die Backform abfüllen. So, los geht's. Abfüllen in die Kastenform. Käsekuchenmasse schön verteilen in der Form.
Vertrauen ein bisschen Zeit lassen dabei, keine Hektik. So. Da wird links vergeudet. Der Rest in der Schüssel wandert nachher, und zwar ich habe mir sagen lassen von einem guten Koch, wenn die Grundkonsistenz stimmt, dann wird auch das fertige Produkt gut. Und das muss ich sagen, wer hier jetzt keine Geschmacksnerven haben, die völlig industrialisiert sind, das heißt Menschen, die natürlich nur Süßes essen, Nutella, Schokolade, Eis, was immer, die haben natürlich keine sensiblen Geschmacksnerven. Für die mag das natürlich kein Highlight sein. Aber für mich ist das der super leckerste Pudding. Den man sich überhaupt vorstellen kann. Hier werden wir jetzt noch ein bisschen glatt streichen. Ganz einfach. Die Ecken ausfüllen damit. Glatt reiben. So. Und fertig ist es. Und das wandert jetzt sofort ab in den Backofen, und zwar bei 140 Grad, das Ganze circa 40 Minuten. Ab zu. Und in 40 Minuten ist der leckere Käsekuchen fertig. Schauen wir mal, da war jetzt 35 Minuten im Herd. Und nach 35 Minuten wird abgeschaltet und nochmal im abkühlen Herd noch 10 Minuten ziehen lassen. So schaut aus. Schauen wir mal, wie er worden ist. So. So. Und Käsekuchen, voilà. So, jetzt erst mal ein bisschen abkühlen lassen und dann können wir das erste Stück genießen. So, das ist der leckere Käsekuchen. Käsekuchen Low Carb. Das heißt, Low Carb natürlich ganz anders wie das, was man gewohnt ist. Diejenigen, die natürlich die Geschmacksnerven sensibilisiert haben, schmeckt dieser Kuchen hervorragend. Klar, für die richtigen Käsekuchenfans, die verwöhnt sind von 50% Anteil Zucker und 50% Anteil Fett, die werden mit so einem Kuchen nicht glücklich. Aber das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja einen Fitness-Lifestyle-Kuchen. Und da ist der perfekt. Traum. Sehr lecker. Ich werde jetzt mir demnächst einen Kaffee rauslassen und werde diesen leckeren Käsekuchen werde ich mir schmecken lassen. Das sind 500 Gramm, aber die reichen gerade mal für mich. Ich bin mir sicher, dass er euch genauso gut schmeckt wie mir. Und ihr werdet bald wieder was von mir hören. Wieder zum Thema artgerechte Ernährung, Fitness-Lifestyle, Training, Ernährung, funktionales Krafttraining. Alles, was ihr von mir gewohnt seid.
Bis dahin alles Gute, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine Ernährung, deine gute Figur, meine Aufgabe.